wie man es von einem Tabellenführer gegen das Tabellenschlusslicht eigentlich erwartet. Von Anfang an nahm man das Heft in die Hand und erzielte in der dritten Minute das 0:1 durch Harald Schmidt, dem Mann, der hier knapp das Tor verfehlt. Die Echinger sahen sich also schon früh einem Rückstand ausgeliefert und mussten zusehen, wie ein Angriff nach dem anderen auf ihr Tor zurollte. Wieder hat Harald Schmidt eine große Torgelegenheit. Die Bank des FC Wacker mit Trainer Fritz Bank ganz links war mit dem Spielverlauf in dieser Anfangsphase durchaus zufrieden, wenn auch durch übertriebene Einzelaktionen die Echinger zu Kontern eingeladen wurden. Und diese Konter wurden schnell aufgebaut. Günther Weiß kommt an den Ball, der Senior der Mannschaft mit 31 Jahren. Michael Hecht berührt ihn von hinten, der Schiedsrichter sah darin ein Foul. Achten Sie jetzt auf den fälligen Freistoß. Günther Weiß tritt selber und Jürgen Meisen setzt sich mit einem Flugkopfball durch. Das überraschende 1:1 in der 32. Spielminute. Dieses schöne Tor sehen wir noch einmal in Zeitlupe. Jürgen Meisen, der 23-jährige Neuzugang vom nordrhein-westfälischen Landesligaverein Düren, schaltet seinen direkten Gegenspieler Rudolf Böck aus und Torwart Trifellner hat keine Chance mehr. Gut, 200 Zuschauer waren begeistert. Dies war auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang spielten die Echinger noch frecher auf. Hackentrick vom Jugoslawen Matjašević und Günther Weiß mit einem Bombenschuss. Trifellner muss sich mächtig strecken. Der zur Halbzeit eingewechselte Matthias Hamann mit der Nummer 14 versuchte im Angriffszentrum neue Impulse zu geben. Pass auf Klaus Brandt und ausgerechnet der erfahrene Teamkapitän vergibt eine solche Riesenchance. 31 Jahre ist er alt, in der letzten Saison spielte er noch beim Bayernligisten Unterhaching. Der TSV Eching agiert jetzt offensiver als in der ersten Halbzeit, in der man mit nur einer Spitze spielte. Der junge Michael Klessinger hier in Aktion rückte auf die Rechtsaußenposition vor. Ein 19-jähriges Riesentalent und linksaußen Günther Weiß mit der großen Gelegenheit zur Führung, aber Trifellner reagierte wiederum hervorragend. Hier sehen wir dann Cudic, seit 2 Monaten Trainer bei den Echingern. Er hat Erich Meidert abgelöst, der zu Anfang der Saison bereits nach 4 Spielen entlassen worden war. Die Wackeraner überboten sich jetzt ab Mitte der zweiten Halbzeit im Auslassen von erstklassigen Torgelegenheiten. Manager Klaus Wacker rauchte vor Nervosität eine Zigarette nach der anderen und Mittelstürmer Harald Schmidt ließ im selben Rhythmus eine Torchance nach der anderen aus. Er hatte in dieser Partie genügend Torgelegenheiten, um 3 Spiele allein zu entscheiden. Die junge Echinger Truppe ließ den Respekt vor dem scheinbar übermächtigen Gegner jetzt allmählich fallen. Hier eine der vielen Entscheidungen von Schiedsrichter Buchhardt aus Schrobenhausen, über die man streiten konnte. Auch Klaus Brandt war mit der Leistung des Pfeifenmannes mehr als unzufrieden. Der Freistoß von Slobodan Matjašević nur knapp am Gehäuse von Trifellner vorbei. Matjašević bestritt wie sein Landsmann Serjan Čolaković sein 2. Spiel für die Echinger. Beide wurden von Trainer Cudic aus der jugoslawischen 2. Liga geholt. Wir sind jetzt in der 90. Spielminute. Achten Sie auf den Kommentar eines Zuschauers. Seine Prognose ging tatsächlich in Erfüllung. Kopfball von Jürgen Meisen. Dieser Kopfball war nach Meinung des Linienrichters bereits hinter der Linie. Riesenjubel natürlich bei den Echingern. Wacker-Manager Klaus Wacker völlig konsterniert. Kann es noch gar nicht fassen. Unsere Zeitlupe kann es zwar auch nicht belegen, ob der Ball die Linie in vollem Umfang überschritten hat, aber der Linienrichter hatte aus besserer Sicht entschieden, dass die Rettungsaktion von Michael Hecht zu spät kam. Volksfeststimmung in Eching. Und hier haben wir den Matchwinner Jürgen Meisen. Mit ihm und Kapitän Michael Bithopf sprach ich unmittelbar nach Spielende. Jürgen Meisen, Sie haben das entscheidende Tor geschossen. Das war wohl eine kleine Sensation heute, der letzte gegen den ersten. Ja klar, wir wollten nur einen Punkt holen hier. Und wir haben gesagt, die müssen gewinnen, die sind Spitzenreiter. Wir wollten ein gutes Spiel machen. Vielleicht, dass wieder ein paar Zuschauer mehr kommen zum nächsten Heimspiel. Und haben wir es gewonnen. Wollen wir es hoffen. Michael Bithopf, Sie sind mit Christian Berndl der letzte, der von der Bayernliga-Mannschaft unter Erich Behr übrig geblieben ist.
Was ist das für ein Gefühl für einen Fußballer? Letztes Jahr noch Bayernliga gespielt, jetzt Landesliga, eventuell Abstieg in die Bezirksliga, trotz der guten Leistung heute? Ja gut, ich meine, ich bin ein alter Ehinger. Ich spiele jetzt 12 Jahre in der ersten Mannschaft und ich habe gesagt, ich bleibe bei der Stange in Ehing. Und okay, ich spiele deswegen genauso im Fußball. Egal, da oder in der Bayernliga. Sie würden also auch in der Bezirksliga weiterspielen? Ich Bezirksliga spiele, weiß ich noch nicht, weil ich werde jetzt 30 Jahre und ich habe eigentlich vor zum Aufhören nach dieser Saison. Da kann man noch nicht viel sagen, was im nächsten Jahr ist. Mein Gott, das sind noch 5 Monate hier und will mir noch nicht dazu geben jetzt genau. Zum Spiel heute, war Wacker unerwartet schwach oder haben Sie über Ihre Verhältnisse gespielt? Na, ich möchte sagen, das Wacker uns mit Sicherheit unterschätzt. Und wenn wir das 1-1 gemacht haben, das hat uns stark gemacht. Und sie waren wahrscheinlich überzeugt in der zweiten Halbzeit, dass sie uns besiegen können und das war eben nicht der Fall. Sie haben uns selber stark gemacht, indem sie ein bisschen locker gespielt haben und durch das sind wir stark geworden. Aber wir sind bestimmt nicht so schlecht von den Einzelspielern her, wie das auf Wellenplatz ist. Das ist mit Sicherheit nicht. Aber es ist so viel vorgekommen, die letzten 3 Monate in Ehing. Wir haben 18 Neige, von denen sind inzwischen wieder 12 weggegangen. Und jetzt haben wir inzwischen 3-4 Junge drin, aus der Jugend raus und so. Und man sieht, dass man mit denen auch nicht schlechter wegkommt.